das Ergebnis der Stupawahlen steht jetzt fest. Und ja, erstmal herzlichen Glückwunsch und einen ersten Eindruck von dir zu der Wahl. Ja, erstmal vielen Dank. Wir freuen uns sehr, wieder stärkste Kraft geworden zu sein. Wir haben die Sitze von letztem Jahr gehalten und die momentanen ersten Rechnungen sehen so aus, dass es keine Koalition ohne uns gibt. Ja, die nächsten Tage werden zeigen, was weiter passiert. Ja, also wir freuen uns natürlich erstmal als Hochschulgruppe, dass wir relativ gut abgeschnitten haben. Aber unser wichtigstes Wahlziel war ja die Erhaltung der linken Mehrheit, also der AStA gebildet aus Basisgruppenliste, Schwarz-Rot-Kollaps, Juso-Hochschulgruppe und grüner Hochschulgruppe. Das ist auf jeden Fall verfehlt. Insofern ist unser wichtigstes Wahlziel leider gescheitert und da hilft uns auch nicht viel, dass wir 10 Sitze haben als zweitstärkste Kraft jetzt. Ja, erstmal ein erstes Statement von dir. Ja, wir haben unsere Sitze gehalten, unser erklärtes Ziel von 8 Sitzen haben wir nicht erreicht. Das ist natürlich schade, aber nichtsdestotrotz ist der linke AStA klar abgewählt. Die rein linksorientierten Gruppen haben nur noch 20 Sitze. 26 sind nötig, um die Mehrheit zu erreichen. Das haben sie klar und deutlich nicht erreicht und dementsprechend zufrieden zeigt sich auch der RCDS. Habt ihr denn mit dem Ergebnis ein bisschen gerechnet oder seid ihr jetzt schon etwas überrascht? Wir sind schon in Teilen ein bisschen überrascht, wobei man ja sagen muss, dass die 7 Sitze eigentlich auch das ist, wo wir herkommen. Also wir haben natürlich vor 2 Jahren irgendwie dazu gewonnen durch den Finanzskandal der ADF und dem RCDS-AStA. Also wir müssen das Ergebnis erstmal für uns selber als Gruppe reflektieren und auch analysieren, woran das halt liegt und dann abwarten, welche Gruppen auf uns zukommen und werden uns dann halt beraten und dementsprechend dann versuchen, entweder Teil einer Koalition zu werden oder halt wieder in die Opposition zu gehen. Ja, welche Koalitionspartner stehen dann im Raum? Also grundsätzlich werden wir immer noch mit möglichst allen Verhandlungen führen, aber alles andere muss ich mir auch noch genauer angucken. Dazu kann ich jetzt noch nicht genau was sagen, dafür ist es zu dicht dran. Bis jetzt kann ich sagen, war es so, dass die ADF sehr weit von uns entfernt war, was die inhaltlichen Positionen anging. Ich sehe auch nicht, dass sich das irgendwie geändert hat. Wir haben aber jetzt noch nicht darüber gesprochen, wie wir damit umgehen und ich würde die nächsten Tage abwarten. Nun ist ja normalerweise der ADF der Koalitionspartner des RCDS und mit dem ADF würde es nicht zu einer Mehrheit reichen. Welche anderen Koalitionspartner könnte man sich denn vorstellen? Ja, möglich ist natürlich mit der LHG und die Partei zu koalieren, dann kämen wir genau auf 26, oder auch mit der ADF und den unabhängigen Medizinern, dann wären wir bei 28, das wäre natürlich noch eine sicherere Mehrheit und ja, das wären die Koalitionskonstellationen, die sich der RCDS vorstellen könnte.